Hallo und herzlich willkommen zu meinem Februarbudget. Ich habe im Monat Februar insgesamt 1605 Euro zur Verfügung und davon geht natürlich, wie sollte es auch anders sein, einiges noch ab. Miete sind es insgesamt 500 Euro, für den Strom 83 Euro. Da muss ich auf jeden Fall noch dran denken, den Zählerstand abzulesen. Die Heizung sind 61 Euro. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr geheizt als in dem vergleichbaren Zeitraum letztes Jahr. Muss ich aber hier auch auf jeden Fall nochmal prüfen. Fitnessstudio 24 Euro, Handy 22 Euro, Netflix das große Abo. Ich schreibe mal den genauen Preis hin, aber ich werde am Ende auf jeden Fall aufrunden. Apple Music im Studentenabo sind 5,99 Euro. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist pünktlich wieder teurer geworden. Ich habe da ja so eine dynamische Steigerung drin. Das heißt, natürlich nicht nur die Rate wird teurer, sondern das, was ich im Zweifel rauskriege, wird dann ebenfalls gesteigert. Das ist aber, ich glaube, ich habe das ja schon mal ein paar Mal gesagt, sollte ich finanziell unabhängig sein, ist das das Erste, was rausfliegt. Ich bin ein Mensch, der prinzipiell eher Absicherung und Sicherheit mag. Deswegen habe ich die noch drin. Wie gesagt, das ist das Erste, was rausfliegt. Bei der Zahnzusatzversicherung sind es 30,73 Euro. Die habe ich ja letzten Monat für die Brille auch unter anderem nochmal in Anspruch genommen, beziehungsweise die Rechnung eingereicht und ja, Geld rausbekommen. Das Konto sind 9,90 Euro. Ich habe bei Twitch noch ein Abo. Ich habe allerdings Ende des Jahres, beziehungsweise, ja doch, eigentlich zwischen den Tagen und plus minus Silvester. Wie könnte man diesen Zeitraum nennen? Jahreswechsel. Wir sagen einfach Jahreswechsel. Ich habe beim Jahreswechsel Musik auf Twitch entdeckt. Also es gibt mehrere Leute, die da auch wirklich so DJ-mäßig auflegen. Da habe ich sehr viele Accounts gefunden und sehr viele Profile, die mir gefallen. Ich bin am Überlegen, einen davon auch kostenpflichtig zu abonnieren. Simon. Jetzt nicht. genau, da weiß ich noch nicht, ob ich eins noch mit wieder dazu nehme. Ich lasse mich, ja, ich warte mal noch. Im Moment, ich habe sowieso eins geschenkt bekommen, also ein Abo geschenkt bekommen. Ein Gifted Sub, von daher werde ich das auch erstmal auslaufen lassen. Und Prime habe ich ja auch noch, von daher, naja. Internet sind 47,95 und die GEZ wie immer 19 Euro. Insgesamt, wie gesagt, gerundet 864 Euro. Bei den variablen Ausgaben habe ich wieder 250 Euro für Lebensmittel angesetzt. Ich habe auch schon ein bisschen was ausgegeben. Kaffee war nämlich im Angebot und mein Vorrat, also ich hatte ungefähr noch eine halbe Packung und habe gesehen, bei Edeka war es im Angebot nicht gesponsert. Ich hab's nur gesehen im Angebot und habe dann direkt zwei 1 Kilo Packungen für 9,90 Euro oder 9,99 Euro gekauft, was normalerweise wirklich 16, 17 Euro kostet. Deswegen habe ich da zugeschlagen, habe da schon ein bisschen vorgegriffen, aber ich werde es auf jeden Fall jetzt... Hallo, kannst du mal bitte aufhören? Ich versuche hier ein fehlerfreies Video hinzulegen, was nicht klappt, weil du hier Krach machst. Der Kater. Naja, egal. Thema Katzen, genau. Katzen, auch hier werde ich, das habe ich noch nicht bestellt, aber ich werde jetzt auf jeden Fall Trockenfutter bestellen müssen. Von daher, da sind dann die ersten 56 Euro auch direkt schon wieder weg. Drogerie sind 15 Euro und Benzin, dadurch, dass ich ja im Moment im Praxissemester bin, keine Vorlesungen habe und auch nicht so viel fahren muss, werde ich da mit 100 Euro auf jeden Fall hinkommen. Und ich nehme ja auch aus dem vergangenen Monat noch wieder Geld mit. Das sind insgesamt 415 Euro. Amazon lege ich mir 7,50 Euro zur Seite, das ist ja auch erst im Dezember wieder fällig. Die Haftpflicht bekommt 5 Euro, genauso wie der ADAC. Die PlayStation Plus Mitgliedschaft bekommt 6 Euro. Die wird, glaube ich, wenn ich die jetzt nochmal wieder verlängere, im Mai fällig. Momentan habe ich da nicht so Kapazität für, von daher, ich lege es mir mal zurück und ich werde es auch in dem Topf lassen. Wenn mir danach ist, werde ich die wieder neu abschließen. Ansonsten, ja, lasse ich das Geld da erstmal geparkt. Die Hausrat bekommt 4 Euro.
Und dann geht's weiter mit meinen variablen Sinking Funds. Da bekommt Autoinstandhaltung wieder 50 Euro, Katzen-Emergency 10 Euro, Freizeit 25 Euro, auch wenn ich da jetzt im Moment nicht so viel geplant habe, kommt da trotzdem nochmal was rein. Tagesgeld 50 Euro, meine Nachzahlung 10 Euro. Ich denke, ich werde den Topf auch insgesamt auf 500 Euro aufstocken. Bisher hatte ich ja nie so hohe Nachzahlungen und ich habe ja auch immer meine Zellerstände im Blick. Von daher müsste da auf jeden Fall alles hinkommen. Urlaub bekommt nochmal 25 Euro. Ich habe bisher noch nichts geplant. Und das, was momentan auf Bondora liegt, würde auch für einen Urlaub noch nicht reichen. Ich denke, ich werde aber spätestens nächstes Jahr mich freuen über jeden Euro, der da schon zurückgelegt ist. Deswegen bleibe ich da auf jeden Fall dran. Dann habe ich noch Kleidung mit 15 Euro angesetzt. Gesundheit, da sind jetzt noch 110 Euro drin. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, im Februar da nichts reinzupacken. Ins Depot gehen wieder 25 Euro. Ich habe eine etwas größere Summe Bargeld, Cash auf Trade Republic liegen, unter anderem von dem ETF-Verkauf. Das wird, bis ich das mit den Sparplänen reinvestiert habe, glaube ich, bis September oder Oktober dauern. Und bis dahin werde ich immer noch wieder auf Stocken, alleine schon durch die Dividenden und ich möchte ja auch jeden Monat was einzahlen. Ob ich die Sparpläne noch anhebe, also sprich eine höhere Summe investiere oder noch mehr Sparpläne anlege, weiß ich bis jetzt noch nicht. Im Moment gehen jeden Monat, wie gesagt, 200 Euro in Aktien etc. von hauptsächlich dem Cashbestand. Von daher passt, sollte ich das mal erwähnen oder erzählen, das, was ich im Moment in Aktien investiere, nicht damit überein, dass ihr das schon mal gesehen und gehört habt. Geschenke, da packe ich wieder 10 Euro rein. Für Weihnachten 10 Euro. Da habe ich ja letzten Monat auch noch mal 15 Euro sozusagen außer der Reihe reingepackt. Und 50 Euro für Bildung. Macht insgesamt 307,50 Euro. Und jetzt habe ich keinen Platz mehr für die Sinking Funds. Und wenn ich dann jetzt die Gesamtrechnung aufstelle, natürlich die 1605 Euro minus die Fixkosten, minus die variablen Kosten und minus allen Sinking Funds. Ziehen wir nochmal einen Strich darunter. 1605 minus 415 minus 307 bleiben noch 18,50 Euro. Und wie immer bleibt das Ganze auf dem Konto. Womit fangen wir an? Mit den Variablen, würde ich sagen. Und zwar mit den Lebensmitteln. Da ist der Umschlag auch komplett leer. Einmal 250 Euro. In Benzin kommen 100 Euro. Ich glaube, ich habe ein paar zu viele Fünfer. Haustiere packe ich noch 50 rein. Ja, ich glaube, ich habe diesmal eine sehr kleine Stückelung. In Freizeit kommen 25 Euro. Ich kann mich noch erinnern, dass ich einmal zu viel oder zu große Scheine hatte. Und diesmal ist es genau umgekehrt. Ich habe es jetzt aber auch nicht noch mal irgendwie, ich sage jetzt mal hin und her getauscht, dass ich dann die größeren Scheine nehme. Alles passend. Kleidung muss ich gerade noch mal nachschauen. Was wollte ich in Kleidung packen? Wo ist mein. Ja, 15. Ich gucke im Moment auch regelmäßig auf Vinted, ob ich da was Schönes finde. Von daher bin ich da ganz froh, dass in der Kategorie was drin ist. Back to Bank ist jetzt natürlich leer. Das habe ich ja jetzt wieder ausgeglichen. In Gesundheit, wie gesagt, da sind noch 110 Euro drin, deswegen kommt da jetzt erstmal nichts rein. Auto habe ich ja letzten Monat auch noch mal um 15 aufgestockt, damit das Ganze wieder auf einer geraden Summe ist. 10, 20, 30, 40, 50. Wir
Werde ich bei Gelegenheit dann noch mal umtauschen. Also hier neuer Stand 1100 und der Checker ist schon wieder voll. Versicherung ist ja abgehakt. Dann haben wir hier noch Katzen-Emergency. 820 Euro. Das schon mal hier rein. Und was noch fehlt, ist der Checker. Und die letzten 10 Euro kommen in Moment. 10 und 15 habe ich noch für Drogerie, die packe ich aber direkt ins Portemonnaie. 10, ich habe mal Lust auf eine andere Farbe. Das tracke ich ja jetzt nicht nochmal. Das mache ich wie letztes Jahr, dass ich dann einfach mich nach dem Tracker richte, ich da regelmäßig was reinpacke und am Ende genau weiß, dass ich die 250 Euro dann gespart habe. Da mache ich mir die Mühe jetzt nicht, dass ich das jetzt nochmal checke. Bei dem Haustier-Emergency ist es ja noch mal ein bisschen was anderes, weil ich ja unter anderem auch zwei Tracker benutze und hier ein paar viele Felder sind und ich da eventuell auch mal zwischendurch dran müsste und dann wissen muss, wie viel Geld da drin ist. Von daher gibt es da durchaus Unterschiede bei den einzelnen Thinking Funds bzw. Challenges. Genau, und das packe ich noch ins Portemonnaie und dann sind alle meine Budgets wieder gefüllt. Ich kann shoppen, kann man das so sagen, wenn man Katzenfutter einkaufen möchte oder muss. Ist das shoppen? Ich weiß nicht. Egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch direkt meine Einkäufe erledigen. Ich werde mein Essensbudget wieder ausgleichen, etc. Also, dass alles wieder stimmt. Genau. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei den Weekly Budgets. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in den Monat Februar. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen. Und solltet ihr euch grundsätzlich für die Themen Geld verdienen, Geld sparen und natürlich auch Geld investieren interessieren, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ist ja schließlich auch gratis. Und ansonsten, ganz egal ob mit oder ohne Abo, freue ich mich natürlich trotzdem, wenn ihr bei meinem nächsten Video ebenfalls wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.